Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 12337, mit dem Thema Bildung hoch 4, Leitlinien einer Strategie für die schulische Bildung in der digitalisierten Welt. Ich öffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin für die antragstellende Fraktion Frau Kollegin Pieper das Wort. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Titel unseres Antrags macht schon deutlich, worum es uns hier geht. Wir müssen endlich weg von der Debatte, wie bringen wir das Digitale in die Schule, hin zu der Debatte, was muss passieren, um Schüler und Schülerinnen auf das Leben in der digitalen Welt vorzubereiten. Dieser Ansatz ist sehr viel umfassender als die häufig verengte Diskussion, die hier an mancher Stelle geführt wird. Dies wird eine der größten Herausforderungen für die Landespolitik in den nächsten Jahren sein. Bis heute stehen wir mit diesem jetzt vorgelegten Konzept leider alleine auf weiter Flur, da wir immer noch keine Ergebnisse von der Landesregierung aus dem Prozess Bildung 4.0 haben. Die Veröffentlichung der Ergebnisse war für den Sommer angekündigt. Bislang haben wir noch nichts gehört. Wir freuen uns darauf, warten drauf. Nun gut, der Sommer ist noch nicht zu Ende. Viele hoffen ja, dass er überhaupt noch kommt. Wir haben jetzt uns hingesetzt und haben als Beitrag zu dieser Debatte, als konstruktiven Beitrag, diese Leitlinien verfasst, um mal zu gucken, wo müssen wir eigentlich hin, mit welchen Feldern müssen wir uns beschäftigen. Punkt 1. Wir brauchen viel mehr Anstrengungen, um für alle Schülerinnen und Schüler das Bildungsniveau zu erhöhen. Eine solide Grund- und Allgemeinbildung wird wichtiger denn je. Wir müssen uns um Schlüsselkompetenzen kümmern, die heute schon zugegeben eine sehr große Rolle spielen, aber einige davon werden an Bedeutung sicherlich noch gewinnen. Wir müssen die Schul- und Unterrichtsentwicklung in den Blick nehmen, weil auch die Schulen und der Unterricht sich verändert werden und da werden Anpassungen notwendig sein, die wir unterstützen müssen. Technische Fähigkeiten, Medienkompetenz und informatische Grundkenntnisse werden Faktoren sein, ohne die es nicht mehr gehen wird. Wichtig ist uns dabei, dass es um eine aktive Gestaltung geht und nicht nur um reines Nutzer- und Anwendungswissen beim Medien. Dazu brauchen wir die, haben wir öfter angesprochen, informatische Grundkenntnisse für alle Schüler. Dafür brauchen wir dann gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer im Fach Informatik. Das schließt die Ausbildung im Bereich Medienkompetenz überhaupt nicht aus. Wir brauchen schlicht und ergreifend beides. Wir stehen hier noch ganz am Anfang einer Debatte, weil NRW wie auch andere Teile Deutschlands diese Thematik in den letzten Jahren schlicht und ergreifend verschlafen haben. Da wir diese Lehrer aber nicht herbeizaubern können, brauchen wir jetzt auch geeignete Fortbildungsprogramme. Wir müssen uns mal die Dimension klar machen. Wir haben fast 200.000 Lehrer in NRW. Davon sind sicherlich einige gut aufgestellt. Aber wenn wir mal überlegen, wie viele Menschen wir da, sage ich mal, vorbereiten müssen, um diese technischen Dinge auch vermitteln zu können, da kommt eine riesengroße Aufgabe auf uns zu. Daneben gibt es technische Mindestvoraussetzungen, die notwendig sind, wenn wir ernsthaft noch im internationalen Vergleich mithalten wollen. Wir brauchen dringend einen Glasfaseranschluss für jede Schule. Jedes Schulgebäude muss flächendeckend mit WLAN ausgestattet sein und die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Kollegen und die Kolleginnen brauchen digitale Endgeräte, die einen sinnvollen, systematischen Einsatz im Unterricht erst ermöglichen. Und meine Damen und Herren, wir brauchen auch ein klares Statement zum freien Internet, netzneutral und plattformneutral. Und wir brauchen Enthusiasten, die durch das Land ziehen und den digitalen Weckruf starten, den dieses Land so dringend braucht, der die Kollegien, die Schülerschaft, aber vor allen Dingen auch, meine Damen und Herren, die Elternschaft mitnimmt, um diesen Weg gemeinsam zu gehen. Wir alle müssen uns Gedanken machen und darüber diskutieren, in welcher Welt wir leben wollen. Wir Piraten wollen die Vorteile der Digitalisierung nutzen und freies Wissen weltweit teilen. Wir wollen uns frei im Internet bewegen, weil das Internet auch ein Teil von uns ist. Wir unterscheiden nicht mehr on und offline. Wir brauchen keine Umfragen, wie oft Jugendliche am Tag oder in der Woche online sind. Wir sind jetzt on-live. Meine Damen und Herren, die übergeordneten Ziele der Bildung verändern sich nicht. Das will ich auch noch mal deutlich sagen. Die bleiben ja bestehen.
Ziele verändern sich nicht, aber wir müssen sicherstellen, dass unsere Kinder gut vorbereitet auf diese veränderte Welt aus der Schule kommen. Und das schaffen wir alle nur gemeinsam. Deshalb fordere ich Sie ernsthaft auf, sich in dieser Frage mit uns zu beraten. Wir müssen hier endlich einen Schritt weiterkommen. Das kürzlich veröffentlichte KMK-Papier ist der kleinstmögliche Nenner, das nicht einmal seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird, denn geschweige denn unseren Ansprüchen. Und da meine ich nicht nur unseren, wir Piraten, sondern ich hoffe, ich meine unseren Anspruch in NRW. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich bin ein wenig überrascht über den Verlauf der Debatte, weil offensichtlich es nicht richtig ist, dass wir uns hier hinstellen und einen sehr, sehr langen, sehr, sehr ausführlichen Beitrag verfassen, um uns hier konstruktiv an einer Debatte zu beteiligen. Wo da der Fehler ist, ist mir nicht nachvollziehbar. Ich begrüße die Schritte der Landesregierung, auch was den Kongress betrifft. Und Sie haben das gerade ja auch so ein bisschen relativiert, was da aus der rot-grünen Ecke kam. Ich finde es auch richtig, dass Sie mit den kommunalen Spitzenverbänden da im Gespräch sind. Das kann aber doch nicht heißen, dass wir als Landtag uns nicht weiter damit beschäftigen sollen. Dann ist doch wichtig, dass auch wir, die Fraktion, in diese Debatte reingehen. Und da muss ich jetzt noch einmal ganz, ganz deutlich sagen, außer der FDP hat hier in den letzten 4 Jahren niemand dazu eine Initiative ergriffen. Weder die CDU, kann ich irgendwie nachvollziehen, nach dem, was ich da heute gehört habe, aber auch von den regierungstragenden Fraktionen ist bisher nichts dazu gekommen. So, dann Haushalt ist ein super Thema, liebe Kollegin Bär. Wir haben ja gestern die Eckpunkte zum Haushalt gehört. Da habe ich mal so ein großes Ohr gemacht und dachte, hey, da wird bestimmt jetzt ganz viel kommen für Bildung 4.0. War nichts. Gar nichts. Ja? Also wir müssen doch gucken, und das hat Frau Ministerin auch gerade gesagt, dass wir investieren müssen. Wir müssen in Ausbildung für Informatiklehrer investieren. Wir stellen mal fest, dass wir im Moment jedes Jahr 50 Leute haben, die einen Abschluss fürs Informatiklehramt haben. Das ist viel zu wenig. Und wenn Frau Schmidt-Promny dann sagt, wir können ja gar keinen Informatikunterricht an Schulen anbieten, dann, weil uns die Lehrer fehlen, was ist denn hier Henne und was ist hier Ei? Also wir brauchen doch beides. Wir brauchen ausgebildete Informatiklehrer, um den Unterricht in den Schulen dann anbieten zu können. Dann gehe ich noch so ein paar Sachen durch, die gesagt worden sind. Wir brauchen Fortbildung für Lehrer, ja, brauchen wir ganz dringend. Ich habe leider keine Zahl, ich weiß nicht, ob Sie die haben, Frau Lörmann. Ich will auch nicht, ist nicht kein Problem, wenn Sie die nicht haben. Wissen Sie, wie viele Kollegen im Moment aktuell in der Fortbildung sind, um in Medienkompetenz sich weiterzubilden? Also ich weiß es nicht, wäre schön, wenn man da mal eine Zahl bekäme. Und wir tun hier immer so in NRW, als seien wir ganz, ganz, ganz weit vorne. Und dann möchte ich mal sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade von den Grünen, wir sind nicht ganz, ganz weit vorne. Wenn ich mir anschaue, was die Grünen in Bayern auf die Beine stellen, die machen einen Antrag, Infrastruktur ausbauen, medienpädagogische Bildung, die sagen, wir brauchen eine Informatik als Pflichtfach, die sagen, Bolt statt Handyverbot, dann glaube ich nicht, dass wir hier diejenigen sind, die immer schreien sollten, hier wäre alles töfte.